never been so strong with anyone. Never been this sure I found the one. Never felt this safe with anyone. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatz-Campingplatz-Video mit eurem Duckmobil. Wir sind immer noch an der polnischen Ostseeküste und heute sind wir in Cianeceti zwischen Kulberg und Ustronie Murski. Wir sind hier ca. 150 Meter vom Strand entfernt auf einem super, super ruhigen und ultra gepflegten familiengeführten Campingplatz. Der ist ein richtiges Kleinod. Hier ist es so sauber, da könntest du glatt noch aus der Chemietoilettenentleerung essen. Also Musterbeispiel, wie Campingplatz gehen könnte. Wir zeigen das euch alles mal. Macht euch auf etwas gefasst, das euch bestimmt hier so nicht erwartet hättet. Wir nehmen euch mal mit. Eine Runde über den Campingplatz. Ihr kommt zum Campinghaus Meridan angefahren aus dieser Richtung. Folgt nicht unbedingt Google Maps, nutzt das Navi, das ihr im Wohnmobil oder im Fahrzeug habt, weil wir sind über eine Schotterpiste ohne Gleichen hergelotst worden. Also mit da hat 7 km/h. Genau, noch nicht mal die 17 wie auf der einen Straße da hinten auf der 102. Mit 7 km/h ist er hier hochgeschuckelt. Wir sind Sachen durch die Gegend geflogen, die noch nie sich im Wohnmobil in irgendeiner Art bewegt haben. Also fahrt auf jeden Fall. Es gibt auch geteerte Straßen zum Ort. Wir sind nämlich hier in Cianeceti, liegt zwischen Ustronie Murski und Kolberg. Da Ustronie, da Kolberg. Ungefähr beides ca. 10 Kilometer entfernt. Wir haben von hier ca. 100, 150 Meter bis zum Strand. Da hinten, wo das orangene Auto rauskommt, da geht es nämlich zum Strand runter. Und wir haben hier in der Nähe auch entsprechende Einkaufsmöglichkeiten, Lokale, wo ihr was essen könnt. Und in der ein oder anderen App steht auch, dass im Haus Meridan noch ein Lokal ist. Das ist nicht mehr. Also da könnt ihr nichts essen, denn dann müsst ihr schon die Straße runtergehen oder Richtung Strand. Da haben wir die verschiedenen Einkehrmöglichkeiten. Jetzt im September, wie auch in den anderen Videos schon gesagt, ist natürlich so, dass das ein oder andere schon mal schließt oder hier 18, 19 Uhr dann Feierabend ist. Wenn ihr von hier nicht mit dem Rad etwas unternehmen wollt, es gibt hier diese kleine Bimmelbahn, die aber auf der Straße fährt, also die mit den Traktorreifen, die hält hier vorne auch vor dem Haus. Ihr biegt dann in diesen Schotterweg ein und entweder haltet ihr vorne, wo der Bus steht, oder fahrt auf das Gelände und könnt euch dann anmelden. Ihr könnt euch wie hier hinstellen und vorne durch die Tür in die Rezeption hereingehen und euch anmelden. Ist die Rezeption nicht besetzt, könnt ihr auch auf den Platz fahren, das Anmeldeformular ausfüllen und entsprechend euch platzieren. Manche Plätze können reserviert sein, da könnte es sein, dass ihr euch umstellen müsst. Die Rezeption ist von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr besetzt. Anreisen könnt ihr von 12 bis 18 Uhr, abreisen müsst ihr bis 11 Uhr. Das Tor schließt abends nach 20 Uhr, so wie ich gehört habe. Ich kann es aber nicht bestätigen. Ich habe gestern Abend ehrlich gesagt nicht darauf geachtet, wann es schließt oder ob es schließt. Im letzten Platz, wo wir waren, war es ja definitiv so. Bevor ich es vergesse, zum Drumherum gibt es natürlich wieder das entsprechende Video zu unseren Ausflügen, zum Leuchtturm nach Garski, die Orte, die bis dahin an der Küste entlang sind und nach Kolberg. Ja, der Platz ist, jetzt muss ich wieder auf meinen Zettel gucken, der hat ganz komische Öffnungszeiten, vom 1.5. bis 30.9. geöffnet. Wir haben hier noch in dem schönen Gebäude nebenan
Apartments. Solltet ihr in Kombi mit Nicht-Wohnmobilisten oder Nicht-Campern fahren, habt ihr hier in der Möglichkeit, hier ein Apartment mit anzumieten und dort dann eben gemeinsam mit euren Freunden, Verwandten einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen. Der Platz verfügt über roundabout 50, 55 Plätze. Was das mit dem P und R auf sich hat, kann ich euch nicht sagen. So wie es aussieht, sind das Saisoncamper. Bin mir aber da nicht hundertprozentig sicher. Kann ich euch in der Stelle nicht beantworten. Hat es auch nirgendwo eine Legende zugegeben. Es gibt hier ein paar Besonderheiten, die ihr beachten müsst, die ich euch jetzt einmal nenne. Und zwar, wir haben jetzt ja Nachsaison, da haben wir bezahlt 55 Slotti für das Wohnmobil und 32 pro Person sind. Wir haben hier 119 Slotti bezahlt pro Nacht. Ohne Strom. Strom kostet noch mal 30 Slotti zusätzlich pro Nacht. Und es kommt 2 Slotti 50 Centi dazu pro Person pro Nacht pro Tour Kurtaxe. Die Kurtaxe kann nur bar bezahlt werden. Eure Übernachtungspauschale kann in Cash oder per Karte bezahlt werden. Das macht ihr dann vorne in der Rezeption. Und entsprechend haben wir in der Hauptsaison hier einen etwas anderen Preis. Statt 32 pro Person sind 36 Slotti pro Person und das Wohnmobil kostet 70 statt 55. In der Hauptsaison ist es geraten, sind die Monate Juli und August, zu reservieren. Das bitte ausschließlich per E-Mail oder über Booking.com. Und ihr habt eine Mindestverweildauer von 5 Nächten. Kommt ihr so an und es sollte doch noch was frei sein, weil nicht ausgebucht ist, könnt ihr kürzer als 5 Nächte stehen. Aber für die kürzere Verweildauer als 5 Nächte wird auf den Übernachtungspreis noch 25% Aufschlag berechnet für die kurze Verweildauer. In der Hauptsaison wird darauf geachtet, dass keine Fahrzeuge über 6,50 Meter und 3,5 Tonnen hier steht. Das nur nach expliziter Anfrage, da die Plätze dann vielleicht etwas enger aneinander gerückt werden. Kann ich euch nicht sagen. Wir sind jetzt im September hier. Bis eben standen hier mehr Liner als die kleineren Fahrzeuge und wir konnten keinen Unterschied feststellen. Die Parzellen sind nämlich ausreichend groß. Es wird nur darauf geachtet, dass du einen Meter vom Fahrweg, der hier geschottert über das Gelände geht, wegstehst, wegen der Feuerwehrzufahrt. So, und jetzt genug der Formalitäten. Jetzt geht's weiter. Hier stehen wir und wie ihr seht, das Stück bis zur Hecke sind 2 Parzellen. Das heißt also, dass es wirklich ausreichend groß bemessen ist. Getrennt und erkennbar eigentlich durch die Stromversorgung, die in der Mitte angebracht ist. Und du stehst auf einem sehr befestigten Rasen, der knackehart ist, relativ eben. Keile haben die meisten eigentlich vorne drauf, aber minimal und in der Waage stehen wir wirklich plan. Hier hast du deinen Stromanschluss, den du nach getätigtem Entgelt
deinen Stecker einstecken kannst. Oh, diesmal normaler Euro-Stecker. Dann haben wir hier auch schon die Frischwasserversorgung, die alle mit einem Schlauch versehen sind, aber irgendwo ein Mitstreiter, den ich aufgewickelt hat. Eigentlich gehören die da hinten aufgehangen und das mache ich jetzt auch einmal, weil der mich einfach stört. Das sieht wieder aus wie zu Hause, da mache ich das auch immer nur so Kraut wie Rüben. Okay. So wie jeder Platz über einen Stromanschluss verfügt, haben wir hier auf dem Frischwasseranschluss, wie gesagt, den Schlauch, den ihr auch zu nutzen könnt zum Befüllen. Der lag jetzt im Rasen. Vielen Dank, lieber Mitcamper, dass du ihn in den Rasen gelegt hast. Den hänge ich mir jetzt nicht mehr in meinem Frischwassertank. Kannst aber auch den Schlauch abmachen und deinen Und kannst dann entweder kleine Mengen hier drüber ziehen oder deinen eigenen Schlauch anschließen. Grauwasser kann nur über den darunter befindlichen Abfluss entsorgt werden. Entweder legt ihr einen Schlauch hinein, arbeitet mit Abwassertanks oder Eimern halt. Ne? Eure Platznummern stehen auch nochmal gut angebracht hier oben auf dem Sockel. Die Zapfstellen sind alle beleuchtet und auch die einzige Beleuchtung, die abends auf dem Platz ist. Bis auf die schöne Lichterkette hinten am Durchgang zur Rezeption. Die hat mir richtig gefallen. Blenden wir mal ein Foto ein, wenn ich dran denke, das heute Abend zu machen. Hier ziemlich zentral in der Mitte haben wir einen Außenwaschbereich, um eure sandigen Beine, sandige Kinder mit kaltem Wasser abzuduschen. Hier ist nur kaltes Wasser. Dann haben wir hier, da müsst ihr aufpassen, das Wasser kommt nach vorne raus. Das führe ich euch jetzt nicht vor. Alfred sagt an der Stelle nämlich gerne, zieh mal an dem Hebel. Wir haben hier eine Hundedusche mit entsprechendem Schlauch, aber wie gesagt, kaltes Wasser und zwei Spülbecken, wo ihr dann Gemüse waschen oder ähnliches abspülen könnt. Der eigentliche Abwaschbereich haben wir dann hinten in dem nagelneuen Sanitärgebäude, das wirklich Töfte ist. Hunde sind erlaubt, sollten an der Leine geführt werden und kosten, ich meine, 14 Zloty extra. Also die kosten auf jeden Fall extra, ist aber nicht allzu viel. Außer Strom und jede weitere Person nach zwei Personen in eurem Fahrzeug und eurem Hund ist alles andere im Preis inklusive. Das heißt, das Warmwasser beim Duschen, beim Spülen, die Sanitärbenutzung, die Chemietoilettenentsorgung, das Frischwasser und das WLAN. Das WLAN ist sehr schwach. Wir haben es hier nicht nutzen können. Wir sind nach wie vor über mein Handy als Hotspot drin. Wir haben es eigentlich auf unserer Reise hier, gab es überall WLAN, wir haben es nirgendwo bis jetzt nutzen können, aber das haben wir auch in den Niederlanden und auch auf anderen Plätzen in Deutschland. Wir sind es gewohnt, über mein Handy weiter zu surfen. Und hier sind wir auch schon an dem relativ sehr neuen Sanitärgebäude mit wunderbaren Außenduschen. Die haben es richtig angetan, weil wenn es so warm ist, wie es die letzten Tage war, ist so ein Duschen draußen nämlich richtig was Schönes. Hier ist der Bereich der Herren mit vier Außenwaschbecken, Steckdosen, Haken, Spiegel. Den Bereich da drin zeigt Alfred euch gleich. Und hier haben wir die tollen Außenduschen. Hier außen könnt ihr euer Handtuch drüber hängen. Innen sind nochmal Haken, riesengroß, wie in jeder anderen Dusche hier auch. Entsprechend mit Duschhocker, Ablage für eure Shampoo und Duschgel, den Bodeneinlass als Ablauf. Und da sind noch mal zwei weitere Haken, Platz ohne Ende, pures Duschvergnügen bei so einem Wetter. So, wir haben den Herrenbereich. Die Duschen sind ebenfalls genauso groß wie draußen, auch genauso aufgebaut. Zwei Stück an der Zahl. Und hier haben wir noch drei Toiletten mit allem, was dazugehört. Zwei Becken, Handtrockner, Seife und noch zwei Pissoirs. Und da sitzt er wieder. Genau. Was mir hier besonders gefällt, sind die ganzen Details, die hier überall sind.
mal da eine Palme, mal da ein alter Brunnen, überall frische Blumen, die Oleandersträuche, hier eine Figur im Rasen, da mal was Kleines. Von den ganzen liebevollen Details habe ich euch wieder ein paar Fotos gemacht. Die blenden wir jetzt mal ein. Hier ist der Spülbereich. Wir haben 6 Außenspülbecken. Picobello sauber. Gerade wird hier geputzt. Ich gucke mal, dass ich nicht immer im Weg laufe. Hier drin gibt es noch zwei Waschmaschinen, zwei Trockner. Die Waschmaschine läuft 60 Minuten. Kostet 35 Zloty, der Trockner läuft einmal auf 60 Minuten für 35 Zloty, beziehungsweise wenn man länger benötigt, mit 90 Minuten den Trockenvorgang mit 45 Zloty. Ich weiß wieder, was die Waschmaschine kostet. Super. Bitte benutzen Sie das Buntwäscheprogramm mit Jeanszeichen 60 Minuten. Also auch das ist alles hier erklärt. Es steht in Deutsch da. In Deutsch wird hier an der Rezeption fließend von der älteren Dame gesprochen. Die Jüngeren sprechen fließend Englisch und ein bisschen Deutsch. Also Verständigungsschwierigkeiten gibt es hier null. Und selbst auf unserem letzten Platz, wo gar nichts außer Polnisch gesprochen wurde, hat es auch super funktioniert. Also Sprachbarriere, da müsst ihr keine Angst vor haben. Auch gestern beim Fahrradfahren haben wir viele polnische Urlauber getroffen und sind in ein Hände- und Füße-Gespräch immer wieder verfallen und das ging gut. Hier ist der Wasch- und Duschbereich der Damen. Wieder auch hier mit den 4 Außenbecken, wie bei den Herren, Steckdosenhaken. Und warum der Troll bei den Frauen sitzt, das weiß ich jetzt nicht. Hier haben wir dann wieder entsprechend 5 geräumige Duschkabinen. Picobello sauber sind gerade wieder geputzt worden. Also er putzt hier mehrmals täglich, der nette Herr. Mit dem Hocker ist auch desinfiziert. Haken und Ablage in der Dusche, Bodeneinlass, also wirklich perfekt. Also guckt euch das mal an, ne? Das glänzt regelrecht hier, blitzi blitzi, schon sauber. Also ne? Selbst daran ist gedacht, es stehen Düfte da, perfekt. Der alte Mann und die Bank. Ach nee, eben mal die alte Frau und die Bank. Unser Hausgeist wohnt nämlich hier drüber. Das ist nämlich der Eingang. Und daneben ist direkt die Chemietoilettenentleerung. Aber auch das, ne, das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, hier steckt die Liebe im Detail. Ja, die Chemietoilettenentleerung mit Schlauch. Handwaschbecken und sehr sauber. Im hinteren Bereich gibt es noch ein weiteres Versorgungssanitärgebäude. Aber da war ich gestern ehrlich gesagt nicht gucken. Jetzt muss ich wirklich selber mal gucken. Ich denke mal, dass die Türen zu sein werden. Hey, ja. Behinderten-WC, ja logisch. Hier ist ja auch eine Auffahrrampe. Das nenne ich mal jetzt ein Behindertenbad. Mega groß. Und alles da. Alles da. Top. Ist zwar hier im es ist eine Art Container untergebracht, aber mit der Auffahrrampe und allem ist das schon wirklich prima. Jetzt gucken wir mal, was die anderen Türen uns versprechen. Chemietoilettenentleerung, auch hier hinten nochmal. Da ist zu. Nochmal ein Frischwasseranschluss. Dann haben wir hier den Barbecue-Bereich. Hier haben wir nochmal 4 Außenspülbecken und einen Grill oder auch kleinere Grills, die man nutzen kann. Und
Früher war hier wohl mal vielleicht ein Kiosk. Das sieht fast aus, als wenn es hier mal einen Kiosk gab. Deshalb ist er auch verschlossen. Wir haben noch den Basketballkorb, einen kleinen Spielplatz. Es gibt noch einen zweiten in dem vorderen Bereich Richtung Rezeption. Und Volleyballplatz. Und wir haben das Volleyballfeld vorne an der Straße. Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Und hier den überdachten Picknickbereich. Also auch da, wenn ihr gerade mit mehreren seid oder ich sag mal, wenn man hier vorne die Plätze nutzt, hat man direkt die Kinder im Blick, wenn sie spielen. Ihr könnt, wie einmal vorne gezeigt, hinten den etwas längeren Weg zum Strand gehen. Ihr könnt aber auch hier durch das Türchen gehen und dann kommt ihr da unten genau am Strand aus. Nur an der Stelle haben wir keine Eisbude und kein Lokal, aber direkt den Strandzugang. Da hinten, wo die Sträucher aufhören, ist auch schon direkt die Treppe zum Strand runter. Das sind aber nur ein paar Stufen. Wir haben hier nicht so ein Cliff wie an den anderen Stellen. Ich bin das gestern Abend zurückgegangen. Ich bin aber außen rumgelaufen. Ich war ja zu blöd, das Türchen aufzumachen. Ne? Zumal jetzt ich sehe, wie man es aufmacht. Aber ein bisschen Bewegung schadet ja nicht. Durch diesen schönen Laubengang kommen wir zur Rezeption, zu einem weiteren Spielplatz und einer Ruhewiese. Die gefällt mir ganz besonders. Haben wir dann noch mal den getrennten Spielplatzbereich, einmal da hinten und hier vorne, schön mit Sanduntergrund, damit die Kleinen sich nicht allzu wehtun. Das sollten sie mal das Gleichgewicht verlieren. Wir haben auch hier wieder verschiedene Sitzgruppen. Auflagen für die Stühle liegen auch hinten an der Rezeption. Wir haben hier noch mal einen Grill, diesen kleinen Schnucki-Teich und meine liebe Schaukel. Liebevoll angelegt. Hier war gestern Abend eigentlich alles belegt. Ich finde das jetzt nicht so toll, dass da einer seine Sachen auf die Stühle zum Trocknen hinlegt, weil vielleicht wollte ich mich da gerade hinsetzen. Aber irgendwas finde ich immer, was ich nicht so gut finde. Da sind wir auch schon an der Müllentsorgung. Die steht hier praktisch in der ersten Toreinfahrt, bevor ihr in die Einfahrt zum Campingplatz kommt. Akribisch getrennt, ist aber auch noch mal in Deutsch beschriftet, was reinkommt. Gelbe Tonne, finde ich, ne? Plastik, gelbe Tonne. Man hat es also für alle verständlich gemacht, damit ihr hier entsprechend vernünftig entsorgt. Picobello, es liegt nichts rum, also vom Service, von der Ruhe, von der Reinlichkeit, von der Herzlichkeit. Ist das ein Platz, der wirklich in der Skala volle Punktzahl erreicht? Und dann zeige ich euch an der Stelle noch die Rezeption, die sich hier in dem Apartmentgebäude befindet. Ihr könnt hier nämlich auch für eure Nicht-Wohnmobilisten, Freunde und Verwandten Apartments dazu anmieten, sodass ihr in Mischkultur hier auch gemeinsam euren Urlaub verbringen könnt. Ihr geht einfach die Treppe hoch. Hier befinden sich auch die Auflagen und weitere schöne Sitzgelegenheiten und dann könnt ihr hier entsprechend, sollte die Rezeption nicht besetzt sein, das Anmeldeformular ausfüllen und es dann nachher zu den Öffnungszeiten der Rezeption abgeben und dann könnt ihr entsprechend in Bar, Euro wie Slotti oder per Karte auch in Bar oder Slotti bezahlen. Es liegt noch mal ein Platzplan aus, damit ihr auch die Parzelle, auf der ihr steht, angeben könnt, weil die hier auf dem Formular gefragt wird. Das Formular ist in Polnisch wie auch in Deutsch, so dass es keine Probleme gibt mit der Verständigung. Hier liegen auch weitere Prospekte aus, so dass ihr euch zu der Gegend informieren könnt. Hier haben wir noch mal kurz die Öffnungszeiten der Rezeption im September. Ihr folgt einfach den Hinweisschildern und schon kommt ihr in die Rezeption. Daneben haben wir aber auch noch mal ein Infoboard, wo ihr das WLAN-Passwort, das ich jetzt wie gesagt wieder bewusst nicht zeige, einige wichtige Adressen wie zu der medizinischen Versorgung, einen Plan zur Gegend. Wir sind hier gestartet, befinden uns jetzt hier und fahren heute weiter. Bis dann.
Dann kommt ihr hier in die Rezeption, die aussieht wie ein gemütliches Wohnzimmer und direkt das verkörpert, was ihr hier wiederfindet. Familiäre Gemütlichkeit, freundliche Mitarbeiter, die jederzeit für euch zur Verfügung stehen. Unsere fleißige Fee hier an der Rezeption spricht fließend Englisch, ein wenig Deutsch und hilft euch in allen euren Belangen weiter. Und sollte sie mal nicht weiter wissen, holt sie sich die Information und gibt sie euch weiter. Wir haben hier eine Bücherbörse, Spiele, die man ausleihen kann, sowie auch Bälle. Und wenn ihr euch hier anmeldet und die Rezeption sollte nicht besetzt sein, dann einfach an der Glocke läuten und euch wird geholfen. Aber in der Regel ist unsere gute Fee hier, es sei denn, sie ist auf dem Platz, um euch den Platz zu zeigen, wenn ihr Unterstützung braucht. Ja, dann gibt es hier noch Honig, der sehr lecker ist. Wir haben ihn schon probiert. Da könnt ihr einfach mal nachfragen und auch den Honig erwerben. Das große Glas für 10 Euro ist wirklich human und es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen. Wir haben da gestern schon probiert. Ach, da stehen die anderen Sorten, ja. Siehst du? Also von daher, den kann ich euch nur empfehlen. Fragt hier nach und ihr könnt euch direkt ein leckeres Frühstück machen. Dann lassen wir die gut wieder ihre Arbeit machen und sagen goodbye, we will see you, ciao. Ja, das war noch die Rezeption und dann geht es jetzt weiter. Sind wir auch schon am Fazit. Für polnische Verhältnisse tippitoppi, für deutsche Verhältnisse auch tippitoppi. Ein super organisierter, ruhiger, sauberer, gemütlicher Campingplatz, der mustergültig ist in der Art. Hier stimmt alles. Die Versorgung, das Drumherum, ich brauche da gar nicht viel zu sagen. Also hier ist alles. Brötchenservice habe ich vergessen zu fragen, ob es den gibt, aber der Bäcker, den schafft er auch in 3 Minuten zu Fuß da hinten. Der ist nur ungefähr 10 Gebäude weiter. Das Einzige, was er nicht hat, ist eine Grauwasserentsorgung zum Anfahren. Genau. Vielleicht kommt die noch. Die sind hier noch dabei, das eine oder andere zu ändern. Wie gesagt, letztes Jahr dieses aufwendige neue Sanitärgebäude. Da tut sich vielleicht noch was. Wir kommen gerne wieder. Wir haben eben noch Gäste getroffen, die auch schon in Folgejahren hier sind und sagen immer wieder, top, das ist immer unsere erste Anlaufstelle für unsere Polenreise. Seid ihr entlang der Küste unterwegs, macht ihr einen Halt. Ihr werdet es nicht bereuen. An der Stelle sage ich mega. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf dem nächsten Campingplatz hier in Polen oder in einem unserer anderen Videos oder in dem Video zum Drumherum unserer Polenreise. Macht's gut. Ciao. Ciao.